Coaching Radio. Mit Deutschlands erstem Radio-Coach, Patrick Lühne. Die Frage heute: Wie du deine Stimme kraftvoller machen kannst. Die Antwort: Sätze wie "Meine Stimme ist mir doch angeboren" sind in den allermeisten Fällen falsch. Es gibt Menschen, die hatten bei sich eine vermeintliche Fistelstimme ausgemacht, als sie nach längerem Stimmtraining plötzlich ihre wahren Resonanzen entdeckt haben. Im Meeting konnten sie plötzlich mit voller und kräftiger Stimme richtig überzeugen. Die menschliche Stimme ist in der Lage, viele hundert verschiedene Stimmungen zu transportieren. Wie beim Erlernen von Musikinstrumenten gilt auch hier: Übung macht den Meister. Wer seine Stimme trainiert und klangvoller macht, verändert damit auch seine Haltung und Durchsetzungskraft im Alltag. Sprich die Worte "Hallo, ich höre den Radio-Coach" doch einfach mal in möglichst vielen Varianten, also verschiedenen Betonungen, Lautstärken und Stimmungen. 30 Varianten sollten problemlos möglich sein. Also laut, leise, schnell, langsam, hoch, tief, öffentlich, verrückt und so weiter. Stimmgymnastik macht richtig Spaß. Fazit: Du weitest damit deine Resonanzräume im Körper. Du trainierst damit deine Stimmlippen. Das sind zwei schnell schwingende Muskeln und plötzlich stellst du dann fest, welche enormen Fortschritte deine Stimme gemacht hat. Und das Tolle: Mit jedem Fortschritt deiner Stimme wächst auch dein Selbstbewusstsein. Das Coaching Radio mit Patrick Lühnen. Motivation und mehr.